Ich weiß nicht, ob ich über mein Zuhause erzähle, damit Bulgarin und Stelbisch in meinem Gedanken immer bei mir bleiben kann. Auch wenn ich mich selbst manchmal vergesse. Oder ob ich Bulgarin und was das Land für mich verkörpert, eigentlich raus aus mir jagen müsste, um mich hier anpassen zu können. Ich weiß nur, dass ich traurig werde, wenn ich spüre, dass es kein Zuhause mehr für mich gibt. Und wenn ich meine Familie nur einmal im Jahr sehen kann, werde ich mich auch nicht von diesen Wurzeln befreien wollen. Emerson sagte, mach das Beste aus dir. Etwas Besseres kannst du nicht tun. Ich versuche es hier, in Deutschland. Ich hatte keine Angst, die sogenannte Sicherheit, die eine Heimat gibt, wegen der Familie, Freunde und Sprache, zu brechen. Und ich sage nicht, dass es in Bulgarien leichter als hier für mich war. Ich habe dort viele Enttäuschungen erlebt. Aber ich hatte nie die Angst, mich selbst nicht erkennen zu können. Jetzt habe ich Angst. Vor Menschen, die die Menschheit, aber nie die einzelnen Menschen lieben. Und vor mir. Vor dem, was in mir unbegreifbar scheint. Jedes Mal, wenn ich anfange zu sprechen, bildet sich eine Wand zwischen mir und den anderen. Da ich oft nicht verstanden werde, ob es wegen meines Akzents ist oder wegen meiner Art zu denken, das kann ich selbst nicht beurteilen. Viele haben keine Geduld, mich zuzuhören. Ich muss das irgendwie akzeptieren, dass ich nie immer das erzählen kann, wer ich eigentlich bin oder was ich möchte. Manchmal habe ich nie den Mut, die Leute hier anzusprechen, da ich von mir selbst ein anderes Bild habe, als das, was ich ihnen zeigen kann. Ich sehe ungeduldige Blicke und ich schlucke, enttäuscht, dass ich mich schon wieder nicht vermitteln konnte. Dann schweige ich lieber. Ich sage nicht, dass ich nicht dankbar bin, dass ich mich hier weiterentwickeln kann und Dinge erlebe, die einen Aufschwung für mich bedeuten. Ich klinge manchmal unzufrieden und keiner versteht dann, warum ich überhaupt hierher gekommen bin. Wenn Bulgarien so toll ist, warum bist du hier, fragen manche. Was kann ich ihnen antworten? Sie fühlen sich wegen meiner Sehnsucht nach Bulgarien beleidigt, weil sie sich mit einem Land identifizieren, das mir nicht reichen kann. Ich bin kein Monster, sage ich mir, wenn ich vor Wut anfange zu weinen. Ich bin kein Kind mehr, um es nicht zu schaffen, deutlich zu sagen, wofür ich stehe und was mir wichtig ist. Ich bin nicht anders, auch wenn ich das manchmal gerne hätte, anders zu sein. Die amerikanische Schriftstellerin Rita Maya Brown sagte einmal, der Lohn für Anpassung ist, dass alle dich mögen, außer dir selbst. Ich werde aber nach meinem Weg so suchen, dass ich mich selbst mögen kann. Und was die anderen sagen, was sie von mir behaupten, ist mir gleich. Am Ende zu Hause, egal wo das sein wird, bleibe ich immer allein mit mir selbst. Den Verlust eines Zuhauses kann ich nur dann heilen, wenn ich finden kann, was mir fehlt. Das heißt, weiter in mir suchen. Mein Zuhause sollte ich sein.